Ich habe 24 Stunden ein Minecraft-Modpack gespielt, von dem ich absolut keine Ahnung habe. Ich bin einfach in eine frische Map gestartet und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. In diesem heutigen Video werde ich alles dokumentieren, was ich in dieser Zeit erlebt habe. War ich in der Lage, diese riesigen 9 XXL-Dungeons zu bezwingen? Waren mir die 9 unbekannten Modpack-Monster irgendwann zu stark und ich musste aufgeben? Und wie war ich in der Lage, so eine OP-Rüstung mit Protection 10 mir zu machen? Das werdet ihr alles in diesem heutigen Video sehen. Es würde mich dementsprechend riesig freuen, wenn ihr die große Arbeit, die wir mit diesem Video hatten, respektiert und eine positive Bewertung dalassen könntet. Abonniert auch unbedingt diesen Kanal, damit wir bald die 850.000 Abonnenten knacken können. Und jetzt viel Spaß mit diesem Best-of. Alright, an Leute, die gestern nicht dabei waren. Wir hatten gestern eine sehr anstrengende Session teilweise. Aber wir kommen momentan voran. Wir sind das allererste Mal im Nether, wie man vermutlich unschwer gerade erkennen kann. Aber wir haben auf jeden Fall noch so einiges vor und wollen noch ein bisschen erkunden. Ja, maybe können wir uns ja jetzt erstmal einfach hier durch die Wand graben und mal gucken, wo und wann wir irgendwo rauskommen. Maybe, was wir finden werden. Mal sehen. Cooles Biom. Sieht aus, als hätte Danny hier was gebaut. Digga, willst du mich verarschen? Was ist das denn für ein Biom? Das sieht mir aus wie ein Spawner für Strider. Einfach mal ein Strider-Spawner. Und das sieht hier nach einem klassischen Nether aus, so wie eine Kombination aus Crimson und Warp Forest mit einfach einer absolut crazy Decke. Hilfe. Yo, das ist ein neues Biom, oder? Cythian Torrids. Knockback 2, oh, Netherite Scrap. Oh, viel Netherite Scraps, nice. So Leute, lass uns den Raid spielen. Hoffentlich aktiviert sich der Raid aber nicht in dem unteren Dorf, sondern in dem Dorf. Oder soll ich lieber nach einem anderen Dorf suchen, bevor ich es halt wieder hier aktiviere. Und ja, es dann halt wirklich in dem Underground Dorf wieder ist. Real Talk, wir haben letztes Mal halt so ein dickes, das war so anstrengend. Also es geht darum, wir wollen Totems haben, um eben ein Speed Totem einmal zu haben. Oder ja, Feather Falling Totem, wie auch immer, einfach halt nochmal so viele Totems wie möglich bekommen. Ich würde auch sehr gerne Wächse killen. Wir brauchen die Tränen der Wächse. Mit denen können wir unser Schwert nochmal upgraden. Und ja, generell gucken, dass man vielleicht noch besser Endbosse töten kann. Oder generell nochmal verschiedene Regionen erkunden kann. Alright. Ich denke, das könnte das Dorf sein. Wenn jetzt hier kein Underground-Dorf ist, könnten wir hier eine nice Time haben. Meint ihr, es ist während Blutmond dumm, jetzt einen Raid zu starten? Oder sollen wir es einfach tun? Einfach machen, oder? Ich würde einfach sagen, Alter, einmal reintröten und dann gucken wir ja, was passiert. So macht man nämlich einen Raid in diesem Spiel. Und ich meine, ich habe schon gespottet und zwar dort. Hallo, Sie müssen zu mir. Deswegen, Leute, es gibt jetzt ein bisschen Action. Beim letzten Mal ist auch unsere Rüstung kaputt gegangen, was auch nicht so geil war. Also fast komplett. Das wird heute nicht passieren, denn wir haben Mending mittlerweile. Yo, ein Wandering Trader hat einen Elefanten? Oder ist der Wandering Trader ein Elefant? Alter, wie cool. Aber du hast trotzdem nicht so interessante Sachen, to be honest. Junge, wer bist denn du? Hilfe. Okay, er macht dick Damage. Alter. Was spawnt er? Was spawnt er? Was spawnt er? Spawnt er? Wechsel? Nö. Er spawnt Zombies. Wie langweilig. Wer möchte... Aua. Wer möchte denn Zombies spawnen als Skill? Ja, lasst euch von dem hier nicht irritieren. Oh, Totem. Sehr, sehr gut. The first one. Warum bist du so groß? Ist das der König? Macht der König viel Schaden? Nein, oder? Junge, lass mich mal in Ruhe. Es ist nur euer König. Chill mal. Oh, König tot. Hätte mir irgendwie ein bisschen einen krasseren Drop noch erwartet. Oder erhofft, sage ich mal, vom König. So, was ist denn hier vorne los? Hallo. Hallo. Da vorne sehe ich wieder auf jeden Fall einen Magier. Like that. Okay, es ist wieder nur so ein Zombie-Beschwörer. Aber, zweite Totem. Sehr gut. Das sind auf jeden Fall dann schon mal nochmal zwei weitere Effekte, die wir haben. Ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall für später danken, dass wir das hier gemacht haben. Weil wir kriegen so guten Stuff dadurch. Und da haben wir, glaube ich, auf jeden Fall das nächste Totem. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin leicht verunsichert. Wir sehen nichts. Ich will was sehen. Okay, lasst uns bitte schnell den Türen töten. Oh Gott, oha. Sorry, auf einmal Forrest Gump. Usain Bolt, wer bist du? Erstmal im Toten. Cringe. Alright, cool. Aber leider hat er auch nur Zombies gespawnt und nicht das, was ich wollte. Und zwar Wechsel. Ja! 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 Juhu! 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 Geil! Endlich! Boah, zum Glück, Alter. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir werden die auf jeden Fall jetzt farmen. Und ich habe auch Looting 3 auf dem Schwert. Hoffen wir, dass sie weinen und Tränen hop droppen. Weil das ist das, was ich möchte. Ich möchte eure Tränen.
Perfekt. Zwei Stück. Wir brauchen vier, aber ich nehme auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit. Ist auch gut, dass wir ein Mending haben. Hätten wir kein Mending, dann könnte ich die ganze Geschichte gar nicht so stressfrei machen. Weil normalerweise würde auf Langzeit meine Rüstung halt auch echt auf jeden Fall strapaziert werden. Vier Stück, damit haben wir auf jeden Fall, oh mein Gott, der Grind, es hat sich am Ende gelohnt. Wir hatten so eine lange, krasse Diskussion. Ja, Basti, das Schwert, was du machen willst, jetzt lohnt sich nicht hin und her. Und jetzt werden wir es einfach bald haben. Sind das eigentlich gerade da Eisschweine? Ich muss es einfach nur für die Wissenschaft einmal tun. Aha, das ist einfach nur ein Eisschwein. Wow, das Biom sieht sick aus. Ja, die Augen machen schon ein bisschen was her. Und das wird wahrscheinlich ein Underground-Dorf sein. Gibt es in diesen Dörfern teilweise auch diese Teleportationssteine? Nein, was ist das? Das ist kein Tele... Was habe ich denn jetzt gefunden? Was ist denn jetzt los? Das ist ein Stronghold? Niemals. Das ist doch kein Stronghold. Doch, safe. Ja, sieht cool aus. Sieht ungelogen ultra sick aus. Ja, Freunde, wir sollten schon halt... Also, ich finde, wir sollten schon hier suchen, ob wir hier nochmal ein Portal finden, oder? Da war noch... Oh! Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sah mir sehr nach einem Portal aus. Aber das hier... kenne ich. Wir können uns auf jeden Fall das End auch nochmal irgendwann vornehmen. Okay, eine Sache, die wir jetzt mal machen werden. Das Teil upgraden. Mit einem Haunted Steel Ingate. Leute... Das Schwert der Schwerter. Ein Attack Damage Boost. Leute, wir haben so viel Aufwand betrieben für dieses Schwert. Manche werden sagen, ja, das ist nicht das Beste und das ist echt nicht so stark. Aber es ist cool. Und ich freue mich, dass wir das haben. Das Haunted Broadsword. Boom. Boah, Junge. Und dazu das hässlichste Schild, das es geben kann. Mann, Junge, da war ein Wither drauf. Und was habe ich jetzt drauf? Jetzt habe ich so eine Katze, die einen Handstand macht. Aber krasses Schwert. Holy. Jetzt haben wir nochmal drei weitere Totems. Und wir werden uns dieselben Totems von der Art machen wie das hier. Das Totem of Fire Resistance. Wenn ich das rechts klicke, habe ich sechs Minuten Fire Resistance. Und das Geile und OP ist, wenn ich jetzt normal rechts klicke, habe ich es wieder. So, Freunde. Wir machen uns das zweite Effekt-Totem. Und zwar ein Stärke-Totem. Boom. Das ist auch rot. Kann man super unterscheiden. Und wenn wir das jetzt benutzen, haben wir... Stärke, wir haben sogar, wir haben Stärke 2. Ey Leute, also jetzt bei aller Liebe, das ist doch eigentlich Hardcore OP. Dann sollten wir als nächstes vielleicht Regeneration und Speed machen. Und maybe auf Resistance erstmal verzichten. Also ich würde ein Defensives machen wollen. Und das ist für mich, glaube ich, eher Regeneration. Habe ich, oh ja, wir haben goldene Karotten. Geil. Geil. Ja. Basti, mach dir keinen Speed-Totem. Speed kannst du easy mit einem Ring bekommen aus den Materialien der Pflanze. Wäre smarter, dass du den Ring passiv tragen kannst. Achso, dann machen wir Resistance und Regeneration. Merken. Gemerkt. Habt ihr es euch auch gemerkt? So ging es, oder? Sehr sicher. Regeneration. Junge, wir werden so OP sein. Uns wird ja nichts mehr in irgendeinem Dungeon aufhalten können. Und Resistance. Boah, ey, das sieht auch so sick aus, Alter. Let's go. Geil. Guck mal, wenn ich jetzt einmal hier durch rechts klicke, guck mal bitte, was ich für meine Effekte jetzt. Junge, wer legt sich noch mit mir an? Leute, rein hypothetische Frage. Ihr seht das auch, was ich sehe, ja? Der fliegende Holländer. Wir wollten eigentlich ganz woanders hin, aber yo. Leute, passt auf. Hier gibt's Piraten. Piraten, nein. Lasst mich in Ruhe. Yo, jetzt wird hier mal aufgemischt. Haha. Was seid ihr denn für Opferpiraten? Ich habe noch nie so schwache Piraten gesehen. Zeigt mir all eure Schätze. Ist hier der Capitano? Bist du der Captain oder was? Ja, was denkst du, wer du bist? Ein Dia. Ja, hat sich auf jeden Fall megamäßig gelohnt. Ciao, ciao, Mann. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Amigos, ich bin sehr gespannt, was dieser Tower zu bieten hat. Dicker Tower. Freunde, ich bin so ready. Ich hab Bock auf einen geilen Dungeon. Alright, Leute. It's getting serious. Oh mein, was? Mach mal keinen Stress. Oh mein Gott. Ey, Leute, das kann nicht euer Ernst sein, ne? Hier spawnt einer, wechsle und wir haben extra von den Raiders hier gemacht. Aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, sollten wir von dir jetzt auch gleich ein Totem bekommen. Oh mein Gott, neue Waffe. Boah, cool. Mit so einem Effekt. Aber wenig Damage. Okay, wir töten den jetzt. Weil wir haben jetzt nicht ewig Zeit. Ey, ich muss mal ganz ehrlich sagen, Leute, ohne diese Totems wäre ich jetzt... Also, wenn so sechs dieser Pillager auf dich zugerannt kommen... Ich sag's euch ehrlich, ich wäre so tot normalerweise. Okay, ich töte den jetzt.
Next Totem. Ich muss sagen, was ist eure Meinung bis jetzt zum Dungeon? Ich mag den Dungeon. Also das gesamte Ding jetzt hier. Es ist, finde ich, bis dato auch lohnenswert. Wir haben 2 weitere Totems geholt, ein paar Vex-Tränen und wir sehen ein bisschen, ja, neuen, frischen Content. Leute, ne, by the way, wir haben gleich vor, Full Prot 5 Rüstung zu machen. Ich finde, man sollte sich das nochmal vor Augen halten, in Kombination mit dem, was hier gerade schon abgeht. Dann bin ich unbesiegbar. Meint ihr, es ist schlauer, einfach eine komplett neue Rüstung zu machen mit Prot und dann einfach noch Mending drauf zu packen? Ich denke schon, ne? Es wird günstiger sein, als es jetzt zum Beispiel so zu machen. Was ist denn eine Rüstung, also die wir jetzt erstreben könnten? Etenium Leggings. Ja, ich glaube, dass die halt insane ist, ne? Aber ich will nicht wissen, wie man die craften muss. Attention, Attention, alle, alle mal zuhören, was wir jetzt hier machen. Wir holen uns Full Terminite Rüstung. Wir brauchen 24 Enderperlen für die. Das ist easy, das kriegen wir hin. 24 Eisen, das ist aber egal. 4 Netherite, allowing Smelter für Full Rüssi. Ja, yeah, that's it. Okay, jetzt gehen wir erstmal Netherite farmen. Haben wir, by the way. Ich glaube, das sollte mittlerweile reichen. Holy shit. Warte, was? Wenn ich das so sehe, glaube ich, verzögert sich ganz kurz unsere Endexpedition. Weil das will ich mir schon nochmal ganz kurz angucken. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt gerade Zeit habe für so einen Dungeon. Wollen wir uns erstmal auf die eigentliche Mission konzentrieren? Und erstmal sagen, okay, lass mal ins End gehen. Erst ins End und dann das machen. Ich will ja noch gar nicht so groß viel im End machen. Ich will eigentlich ja nur alles dafür vorbereiten, damit ich mir die Rüstung machen kann. Leute, ich habe einen Stein aufgestellt. Wir können nachher in Ruhe noch diesen Dojo abchecken. Wir werden so oder so noch eine Menge Dungeons finden. Leute, wisst ihr, was das hier ist? Das ist ein gutes, altes, ja, Endportal. Es sieht ein bisschen anders aus, was aber nicht schlimm ist. Wir knallen uns den Kollegen rein und schreiben mal hin Endportal. Wir müssen eh nochmal ganz kurz zurück zu unserer Base. Warum? Jedes Mal passiert es mir. Und wir brauchen 12 Enderaugen. Glücklicherweise haben wir noch ein paar Blaze Rods. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, komplett unspektakulär. Aber wir gehen da jetzt einfach mal rein. Ich habe wirklich gar keinen Plan, was mich erwartet. Ich würde sagen, ich habe das End schon sehr oft in meinem Leben gesehen. Aber wie dieses End jetzt aussehen wird, I guess, wird interessant, ha? Dementsprechend, ich bin ready. Ich hoffe, ihr auch. Ne, also unsere Mission ist, by the way, nochmal. Wir brauchen viel Talasium und nochmal ein paar Enderperlen. Meint ihr, wir müssen jetzt einfach den Drachen dafür töten? Naja. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal am End und wir gucken, was jetzt passiert. Oh, das sieht... Oh mein Gott, wie schön. Was ist das? Okay, darum kümmern wir uns gleich. Junge, wie sick sieht denn bitte ein Custom Sky im End aus? Oh mein Gott, wie sick. Was ist das hier für... Oh, das ist das Erz. Das ist ja schon hier. Wir müssen gar nicht ins Better End, Leute. Ultra nice. Ich freue mich voll, dass wir hier alles schon bekommen können, was wir brauchen. Das ist doch das Erz. Ja, ultra gut. Talisium. Da brauchen wir noch Endstone. Ja, dann noch ein paar Enderperlen. Und das kriegen wir alles hier. Sehr, sehr nice. Ja, also irgendwie ist der ultra tanky. Das dauert halt länger, aber dadurch wird der Boss halt an sich nicht schwieriger, ne? Alright, Enderdrache. So, jetzt betont ihr, wir kriegen ja dann auch vielleicht... Mal sehen, was wir vielleicht für neue Items bekommen. Free the End. Alter, wir haben es einfach geschafft, mit einem Sharp 6 Schwert und mit richtig overpowerten Totems den Typen zu killen. Okay, Level scheinen wohl sogar weniger. Was für ein Scam. Aber jetzt scheint das hier aktiviert zu sein, ne? Auch interessant. Aber das interessiert mich gar nicht so sehr. Ich möchte jetzt ernsthaft erstmal nur das hier mal sehen. Was ist das? Ah, das kann man auch nochmal hämmern. Die Ender Charts. Also können wir beides gebrauchen. Das heißt, wir farmen einfach Enderperlen. Talasium oder wie das halt immer noch heißt. I don't know. Und gucken wir einfach mal. Wir haben, by the way, jetzt einen Stack am Start. Ich würde sagen, Leute, wir sind ready. Brauchen wir nochmal Enderperlen? Nee. Boah, wir haben das Spiel durch. Yo. Wir sind ready für unsere kranke Armor. Danach können wir immer noch mal ins End gehen, aber ich glaube, mit der neuen Rüstung zocken wir erstmal den Dojo und dann geht's ab, Alter. Leute! Ich bin ein bisschen nervös, was das jetzt angeht, ne? Ey, bitte hatet jetzt nicht. Also, wenn ich jetzt hässlich aussehe, ey, wenn ich jetzt richtig lächerlich aussehe, dann ist es so hardcore uncool. Weil ich habe jetzt eigentlich schon vor, mit dieser Rüstung, die wirklich schon deutlich besser ist, auch als Netherite, will ich schon eine gewisse Zeit rumlaufen. Moin.
Boah, guck mal, ich habe so zwei orangene Armor-Bars. Das haben normalerweise, das haben so Cars-Crafters und so. Das sind so die richtigen Modpack-Tryhards, wenn dann hier so drei Leisten sind. Das ist krass. Lacht mich nicht aus, sondern habt Respekt vor mir. Denn ich bin ein mächtiger Krieger. Das sieht doch krass aus. Hä, ich sehe cool aus. Hä, was wollte ich? Ich bin halt ein Kranker. Hä, ich bin übertrieben gefährlich. Spinatrüstung. Digga, Brot 5. Boom. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt aber erstmal in den Dojo, oder? Den wir uns vorhin markiert haben. Machen wir da jetzt erstmal richtig Rambazamba und gucken, was da so abgeht. Das Teil soll ganz nach oben, wirklich bis ganz oben, möchte ich mit euch das Teil komplett niederstrecken. Yo, also die denken sich so, was ist das für ein kranker Krieger, der einfach jetzt hier reinkommt. Ihr habt euch den Falschen ausgesucht, gegen den ihr kämpfen wollt. Was bist du denn? Ein Spinnenritter? Kannst du mir dein Schwert droppen? Junge, du siehst so lächerlich aus. Gar nicht böse gemeint, ne? Aber man kommt relativ schnell nach oben, ne? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Dungeons noch... Oh mein Gott, so lohnenswert wären. Warte, was? Looting 4, Fortune... Holy! Warte mal. Looting 4? Looting 4? Ich hab's jetzt erst gerafft und Fortune 4. Ich dachte so, ja, ist ja normales Enchantment. Aber nein, ist es nicht. Also dafür hat sich die gesamte Aktion schon gelohnt. Für das Buch. Oh nein, nein, nein! Die giftige Wolke kommt! Von ganz oben Water Bucket MG. Piercing 4. Mending. Prod 4 ist natürlich auch nett, aber wir haben halt jetzt mittlerweile Prod 5. Leute, ich habe Angst, dass es hier irgendwie in die Luft geht. Deswegen double checken wir alle Kisten, ob das Trap Chests sind. Weil wir hatten das schon mal. Was ist denn jetzt passiert? Warum geht denn einfach alles in die Luft? Alright, ja, das waren die letzten Dings. Das waren alle Kisten. Also, ja, loot-technisch. Was sagt ihr zur Ausbeute, Leute? Ist okay. Mann, ich flieg doch hier so safe auf eine Kante. Interessant, dass wir das überleben. Okay, krass. Alright. Freunde, passt auf. Yo. Moin. Okay, der chillt. Yo, 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 yo. Elytra, Elytra, Elytra. Ich weiß nicht, was ich da gerade tue. Aber ja. Hallo. Leute. Was ist denn los mit euch? Ey, habt ihr ein Problem oder was? Die Elytra, Leute. Es ist die Elytra. Ah, oh mein, was? Guckt weg, Leute, guckt weg, guckt weg, guckt weg. Shadow Forest? Also jetzt mal ernsthaft, ich bin mittlerweile ein bisschen überfordert. Es sind so viele coole Sachen in diesem Modpack. Das sieht so gut aus. Warte, was? Ey, was ist denn hier los? Sehr, sehr heftig. Ich meine, man kann da hochgehen. Ist da irgendwas? Man könnte halt mit dem Cyan Terrakotta was bauen. Wir könnten das halt vielleicht mal mitnehmen. Kann ich das komplett abbauen? Oh, mein. Vein Miner. Oh, wir haben was gefunden. Okay, cool, dass wir die Spitzhacke gemacht haben, I guess. Naja, mal gucken, wo das jetzt hier hingeht. Moin. Freaking Experimente. Okay, also irgendwelche crazy Experimente. Hier ist das Lager. Sieht interessant aus, aber halt irgendeine Art Labor. Oh, Kolosseum. Ich habe bis heute es noch nicht geschafft, die Runde zu spielen. Das heißt, ich habe es noch nie geschafft, die Kollegen da auch zu töten. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt eigentlich bringt. Also ob die überhaupt was geben. Die können Protection X-Teile droppen. Jetzt ernsthaft. Das klingt sehr interessant, muss ich sagen. What the? Was droppen die? Ja, moin. Ja, ja, moin. Einfach Protection X. Ist ein Joke, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass die jetzt halt in seltensten Fällen das nur droppen, ne? Feather Falling X. Ich hätte jetzt mit vielen gerechnet, aber nicht, dass das jetzt hier irgendwie der, also der krankeste Loot aller Zeiten wird. Das ist doch komplett bescheuert. Halt durchgespielt. Ja, for real. Es ist halt wirklich so. Junge, was ist denn das? Ey, wir müssen dann auf jeden Fall, wenn wir dann irgendwann in die Situation kommen, dass wir Abyss-Rüstung machen können, können wir halt so krassen Stuff machen.
Protection 10. Crazy, crazy, Alter. Es geht halt ehrlich nicht mehr so weiter. Unsere Base ist schrecklich. Wirklich, es ist keine Base. Es ist halt einfach nur ein großes Lager. Es ist einfach nur ein Spot, bei dem wir einfach immer wieder unseren ganzen Müll reinpacken. Und ich habe halt diesen Spot hier rausgesucht. Das ist ein großer, großer Baum. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Das hier ist ein richtig, richtig schöner Wald. Ja, also, ich finde, der hat auf jeden Fall was. Und dann steht hier halt ein einzelner, ziemlich, ziemlich großer Baum, bei dem ich jetzt erst sehe, dass der hier unten so Laternen hat. Und ich finde, das ist halt optisch was richtig, richtig Schönes. Ja, ich glaube, Leute, das könnte was werden. Ich mag die Farbe. Ich mag legit die Farbe. Und ich würde dann eventuell ab und zu nochmal den Clay oder so mit einarbeiten. Müssen wir mal gucken. Also ich sehe ein Flachdach. Also jetzt einfach einen flachen Layer da drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt das graue Dach, also sprich mein cooler Terrakotta, da eigentlich ganz cool aussehen würde. Leute, es ist jetzt halt nicht, ich habe das Rad nicht neu erfunden, ne? Aber wenn wir da ganz cool irgendwie noch ein bisschen was grünmäßig einarbeiten, dann hat das was. Ich glaube, das wird halt wirklich eine richtig schöne Naturbase aussehen. Und dann am Ende ist mir einfach nur wichtig, Leute, deswegen machen wir das Ganze halt. Ich will einfach halt einen festen Spot eben haben, wo auch unsere gesamten Kisten sortiert sind. Nee, Leute, was sagt ihr? Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Hat einen ziemlichen Naturlook. Sieht aus wie ein Baum. Nee, so habe ich es mir vorgestellt.